los. Heute soll es um Emissionsberechnung gehen für Einsteiger. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Was meine Zielstellung für heute ist, ist einfach mit dem Publikum hier und heute ein bisschen über die Basics zu reden, dessen, was Emissionsberechnung ausmacht. Ich habe in den letzten Monaten verstärkt Anfragen zu dem Thema gekriegt. War das schon eine Frage, oder? Habe in den letzten Monaten verstärkt Anfragen zu dem Thema gekriegt, obwohl es eigentlich schon seit 10 Jahren ein solches ist. Ich stelle fest, dass nicht jeder die gleichen Begriffe verwendet oder vielmehr, dass bestimmte Begriffe bei manchen einfach nicht vorhanden sind. Ich möchte jetzt die Chance nutzen, alles ein bisschen vielleicht zentraler zu erklären und auch zu üben. Vielleicht machen wir zu einem späteren Zeitpunkt dann ein völlig Public Webinar für die Veranstaltung, aber heute soll das Ganze ein bisschen interaktiver sein. Wir haben in der Warm-up-Phase, also vor 16 Uhr, schon ein bisschen drüber geredet, wer von den anwesenden Parteien vielleicht schon Emissionsberechnung benutzt. Da sind sehr große Unterschiede festzustellen. Also ich sage jetzt mal, Herr Klapes hat gesagt, er macht seit 10 Jahren, nutzt er das schon aus dem X-Server 1. Und auf der anderen Seite habe ich Player gehört, die gesagt haben, wir machen noch gar nichts damit. Wir haben noch nicht mal Anfragen von unseren Anwendern, aber wir haben gedacht, wir hören einfach mal zu, was geht. Also schöne Bandbreite, mal gucken, wie wir da kommen. Ich werde das Ganze schon natürlich durch Folien unterstützen, habe auch ein Testprogramm da und die eine oder andere Webseite, die ich zu dem Zweck aufrufe, aber wir dürfen durchaus interaktiv das Ganze machen. Und Kollegen aus der PTV, weil so viele Externe sind, haltet euch einerseits vielleicht ein bisschen zurück und lasst denen das Sprachrohr. Zum Zweiten, wenn ihr das Gefühl habt, ich habe was vergessen, wo ihr wisst, wir können es dann ergänzt auch gerne. Ja, gibt es insbesondere für Stefan. Wobei, es ist eine Einsteigerveranstaltung, es ist nicht die High-End-Veranstaltung. Da kommen wir, glaube ich, mit 45 Minuten würde man da gar nicht hinkommen. Schauen wir mal. Was ich heute nicht ansprechen mag, sind solche Detailthemen, wie man eben Emissionen beispielsweise auf Sendungen umlegt. Das ist sicherlich ein Thema, was den einen oder anderen dann im laufenden Betrieb erwischen wird. Es ist auch keine technische Schulung. Wir gucken jetzt nicht die Schnittstelle selber der PTV an. Es geht erstmal nur ums reine Wording. Und ich sage es noch gerne nochmal, wenn ihr mich noch ergänzen wollt, tut es einfach nur zu. Legen wir mal los. Es wird sich auch sehr einfach anfühlen, sicherlich. Für Herrn Klapes vielleicht eher etwas, ja okay, Wiederholung von altbekannten Themen. Warum macht man das ganze Thema Emissionsberechnung? Die großen 4 Säulen heißen, man möchte Emissionen überhaupt erstmal vermeiden. Dazu setzt man sich mit Tourenoptimierung auseinander und strukturiert seine Transporte überhaupt ganz anders. Man möchte Emissionen verlagern, vielleicht indem man andere Modalitäten benutzt, als auf der Straße zwingend zu fahren. Man möchte heutzutage immer mehr auf andere Antriebsmethoden setzen, also Erdgas anstelle von Diesel beispielsweise, solche Dinge. Und es gibt auch die 4. Säule des Themas, ist, dass man Kompensation macht, dass man mit Zertifikaten handelt, wenn man entsprechend viel Emissionen produziert, dass man die an anderer Stelle wieder auszugleichen versucht. Das ist erstmal die grobe Motivation. Und ein Teil dieser Themen kann PTV natürlich unterstützen, indem wir eine Emissionsberechnung haben. Es gibt verschiedene Standards, nicht einen, hat sich mit Sicherheit schon rumgesprochen. Ich habe hier mal nur 2 Stück genannt, HBFA, Handbook of Emission Factors, und zum Zweiten noch den CEN, auch bekannt als EN 16258. Die beiden habe ich deswegen erwähnt, weil es die sind, die mich am häufigsten oder denen ich am häufigsten begegne. Die unterscheiden sich schon sehr krass in dem, was sie zurückgeben, nämlich HBFA beispielsweise gibt 15 verschiedene Substanzen zurück. Ich springe zum ersten Mal irgendwie rüber in den Browser. Da ist er. Das sind die Werte, die HBFA nach dem Standard Version 4, den gibt es seit 2019, zurückgibt. Da lesen wir von ganz vielen verschiedenen Substanzen, die von diesem Standard abgedeckt werden. Und bei CEN reden wir von, gucke ich doch einfach mal in die Schnittstelle rein, Emission Values, so, wo sind die CENs, da sind sie. Da reden wir von ganz anderen Einheiten, von ganz anderen Werten, die da zurückkommen. Da geht es nicht um die Substanz als solche, sondern eher um das CO2-Äquivalent, was ich aber noch erklären werde, und um die Energie, die aufgebracht wurde, um zum Beispiel Kraftstoff zu erzeugen. Es gibt verschiedene Parameter, die man von außen reinkippen kann in der Schnittstelle, um Emissionsberechnung zu machen. Dazu gehört, welchen dieser Standards man beispielsweise benutzt. Dazu kann je nach Standard gehören, wie viel Kraftstoff verbraucht mein Fahrzeug. Und es kommen auch bei HBFA beispielsweise verschiedene physikalische Eigenschaften zum Tragen. Also bei HBFA reden wir von einem Standard, der ein sehr exzessives Regelwerk an
Matching-Tabellen mitbringt, wo in den Tabellen drin steht, Fahrzeuge bestimmter Eigenschaften produzieren so und so viel Schadstoff. Und dieses Matching erfolgt eben auf Basis von Achsanzahl, Gesamtgewicht, Hubraum und solchen Geschichten. Stefan, wenn ich da was unterschlage, was deiner Meinung nach maßgeblich ist, gerne noch mit ergänzen. Jo, dann gibt es den Bedarf, dass man eben Emissionen umlegt, auch verschiedene Unterperspektiven, sage ich mal. Man kann die Emission natürlich auf eine Gesamtroute ausrechnen. Also wenn ich von Hamburg über Mannheim nach Karlsruhe fahre, habe ich eine Gesamtroute von 600, 700 Kilometern. Man kann sie umlegen auf die Legs. Also wenn ich an dem Beispiel von gerade eben bleibe, dass ich sage Hamburg nach Mannheim, Mannheim nach Karlsruhe, sind zwei verschiedene Legs, dass man die Emissionen auf die Teilabschnitte umlegt. Man kann sie bis runterrechnen, bis zur Segmentebene. Da fehlt mir persönlich noch so ein bisschen der Anwendungsfall. Das ist eher akademisch, glaube ich, dass man das kann, aber ob es wirklich gebraucht wäre. Wäre natürlich interessant, wenn jemand aus dem Publikum sagt, doch, das ist furchtbar wichtig, weil ich kann die und die Aufgabe gar nicht lösen, wenn ich es nicht auf Segmentebene hätte. Also dann Mikro auf und kurz reingegrätscht und Bescheid gegeben. Und das Vierte, was ich hier rot dargestellt habe, das wäre auf Auftragsebene, dass ich tatsächlich sage, hier, ich habe eine Palette Bananen von Hamburg nach Mannheim transportiert im Rahmen dieser Kette, wo es danach noch weiterging nach Karlsruhe. Wie viel der entstandenen Emissionen soll denn jetzt eigentlich auf diese Palette angerechnet werden? Ja, ich habe es deswegen nicht in schwarz dargestellt, sondern in rot. Kleine Bitte an die Kollegen, wenn sich noch jemand aufschaltet, vielleicht könnt ihr denjenigen dann reinlassen. Ja, ich habe es deswegen in rot dargestellt, weil das die Ebene ist, die PTV-schnittstellenseitig nicht unterstützt. Also wenn jemand diese Information braucht, diese Umlage von der Emission auf den Auftrag, auf die Sendung, dann muss er sich da was jenseits von PTV überlegen. Wir können unterstützen, indem wir die oberen drei Kategorien bereitstellen und das wird dann in der Regel auf irgendeine Art und Weise umgelegt auf die anderen. Soll aber heute nicht das Detailthema sein. Werden, machen wir das nicht in Route Optimizer? What? In Route Optimizer berechnen wir es pro Auftrag. Ja, das kann vielleicht Stefan was dazu sagen, weil ich weiß nicht, was der Route Optimizer an der Stelle hergibt. Ja, also im Route Optimizer haben wir halt die Business-Logik drin, dass wir ja zum einen auch die Sendungen kennen und die Packstückgröße, Anzahl Packstücke etc. Und da machen wir das meines Wissens auch. Das ist das ganze Thema Allokation. Genau. Das wird genau an der Stelle auch gelöst. Das ist ein großes Thema, Allokation von Emissionen, weil das einfach anders nach der Norm anders gemacht werden muss, als viele im Prinzip Kosten allokieren auf einzelne Packstücke. So ein bisschen genauer drauf schauen. Teilweise muss man es halt auch zweimal laufen lassen. Einmal für die eigene Kosten- oder Preiskalkulation, das andere Mal dann für die fürs Emissionsreporting. Heißt aber auch da, danke für die Frage erstmal, heißt aber auch da, die Kernkomponente der PTV liefert einen bestimmten Teilinput, der fürs Endergebnis relevant ist, nämlich die Distanzen und die abschnittsweisen Emissionen. Und innerhalb vom Route Optimizer gibt es dann nochmal einen Business Layer, der die auf Auftragsebene runterrechnet, weil dieser Business Layer eben auch die Auftragsebene kennt. Und das ist ja was der Route-Server, die Routing-Engine selber nicht berücksichtigt. Ja. Und also X-Tour dann? X-Tour, Bernd, und kann X-Tour es? Der Tour ist ja für die Optimierung, also der berechnet die Route, also die ja. Allokation würde dann wieder über einen Routing-Request kommen. Also was so der große Unterschied ist dass bei der Preisberechnung für den Kunden in der Regel der Leerfahrtanteil nicht mit reingenommen wird und bei der Norm ist es zwingend erforderlich, dass der Leerfahrtanteil für die Tour entsprechend auch Teil der Allokation ist. Das ist so ein großer Unterschied, weswegen man das Ganze dann auch zweimal machen muss. Erst eine wichtige Info für mich, vielleicht auch zum Zurückspiegeln. Das heißt, es gibt durchaus eine Norm, wie man die Aufträge umlegt. Ohne jetzt die Norm im Detail eingehen zu wollen, aber es gibt einen Standard. Wenn man nach der EN 16258 oder dann zukünftig mit der ISO 14083 rechnen möchte, muss man eben den Leerfahrtanteil der Tour entsprechend mit auf alle Stops allokieren. Das okay. ist die Voraussetzung. Ich würde das Thema für einen Moment zurückstellen. Je nachdem, wie weit wir heute kommen, können wir vielleicht nochmal im Detail drauf eingehen, wenn wir noch Zeit haben. Schauen wir mal. So, dann gibt es natürlich verschiedene Verkehrsmodi, also Straße, Schiene, Luftfracht, über Gewässer. Und für jeden Modus gibt es unterschiedliche Standards. Ich habe jetzt natürlich als PTVler den Fokus primär auf der Straße, auf sowas wie HBFA oder CEN 16258.
EU 16258 genau gesagt, was jetzt aber nicht heißen muss, dass wir die anderen Modi nicht auch in irgendeiner Form unterstützen können. Nur bedingt im Standard X-Root-Server, da kommen wir dann noch auf den X-Intermodal gegebenenfalls zu sprechen. Für die unterschiedlichen Modi gibt es Experten, die oder auch Zulieferer, die diese unterstützen. Auch da kann vielleicht der Stefan noch was zu sagen, wo die Schiene herkommt, wo die Luftfracht herkommt. Willst du jetzt oder erst später? Da gibt es verschiedene Quellen, also die kann man auch in der EN 16258 nachlesen, im Anhang, was da möglich ist. Bei der Straße macht man es in der Regel mit eigenen Werten oder mit Default Values eben aus dem Handbuch für Emissionsfaktoren oder DEFRA in UK oder auch anderen Tools. Bei der Schiene ist es so, dass der Standard für die Ermittlung des Energieverbrauchs eigentlich von Ecotrans IT kommt, weil die im Bahnverbund sind und halt auch die einzigen sind, die diese Energiedaten haben. Das ist auch die Existenzberechtigung für Ecotrans IT. IATA für alles, was mit Luftverkehr zu tun hat. Und dann gibt es eben dann noch Binnenschifffahrt und so weiter, die dann teilweise Emissionswerte liefern. Wobei derjenige, der fürs Binnenschiff Emissionen berechnet, der hat keinen Spaß. Also die Motoren sind ja teilweise 80 Jahre alt, die da immer noch rumfahren. Da sind wir auf der Straße ein bisschen weiter, ja. Okay, ihr seht schon, ich springe hier ab und zu hin und her zwischen Slides und Browser. Die Browser-Links kriegt ihr auch, sofern es externe Dokumente sind, noch nachher von mir. Könnt ihr dann auch entsprechend nachlesen. Und die Seite hier ist fast beispielsweise schon zusammen, was Stefan gerade geschrieben hat, über diese verschiedenen Modi, welche Tools oder welche Ansätze da jeweils greifen. Jo, dann habe ich mir noch eine Vokabel rausgesucht, und zwar das CO2e, das CO2-Äquivalent. Hand aufs Herz, wer weiß denn schon, was das CO2-Äquivalent ist? Kopfschütteln sehe ich dabei beim einen. Also ich erwähne es einfach mal. Also wir hatten vorhin gesehen, dass es diese verschiedenen Schadstoffe gibt. Hatte ich im Browser kurz auf. Das war, wo hatten wir es? Hier war es, glaube ich, mit dabei. Da muss ich aber nochmal auf die HBV-Variante gehen. So, jetzt ist es so, dass eine zentrale Substanz ist das Kohlendioxid, und für das CO2 gibt es einen, sagen wir mal, eine Annahme, wie viel Schaden das produziert, und dieser Schaden wird in Relation gesetzt für jede andere Substanz, die hier drin ist. Das heißt, es gibt einen Faktor, wo man sagt, naja, also ein Gramm von dem hier entsprechend so und so viel Gramm CO2, was die Schadwirkung angeht, und entsprechend rechnet man im Cent-Standard beispielsweise nicht viele Substanzen aus, sondern man rechnet dort den Schaden aus, den das CO2-Äquivalent produziert. Gehen wir hier nochmal zurück. Also man hat für jeden dieser Schadstoffe einen Korrekturfaktor hinsichtlich CO2, und das zählt man dann zu die einzelnen Faktoren pro Substanz, summiert man zusammen, und damit kriegt man den CO2-Äquivalent, den Schaden, den eine Emission produziert. Kann man das so sagen, Stefan? Oder? Ja, ich möchte es noch ein bisschen schärfen. Also das, was wir gerade gesehen haben, die Luftschadstoffe, die spielen da nicht mit rein. Also alles, was quasi, also NOx, Partikel und so weiter, ist nicht Teil der Äquivalente. Aber alles, was Greenhouse-Gase sind, das, was oben aufgeführt ist, Methangase, Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und so weiter. Und da ist es eben so, dass verschiedene Verkehrsträger unterschiedliche Klimawirksamkeit haben. Also ein Flugzeug, was quasi in den oberen Luftschichten fliegt und Methan emittiert, hat einfach eine größere, das Methan hat einfach eine wesentlich größere Schaden als das CO2 an der Stelle oder der Kohlenstoff. Und deswegen rechnet man eben diese Äquivalente, um diese Verkehrsträger miteinander vergleichen zu können. Okay, danke. Erstmal, ich habe hier noch die Substanzen, die du auch gerade selber erwähnt hast, hatte ich hier nochmal mit aufgeführt. So, gut, dann kommen wir mal zu den Standards selber. Ich habe schon gesagt, es gibt verschiedene, auch die werde ich gleich nochmal im Browser gegenüberstellen. Die führenden, die ich eben meistens zu sehen kriege, sind CEN und HBEFA. Darüber hinaus gibt es noch ein paar internationale Ausbrecher. Die Herrschaften auf der Insel haben mal wieder was Eigenes gemacht. Der Franzose ist stolz auf seine eigene Variante, wie es sich gehört. Und der Kontinent Australien hat auch eigene Standards definiert. Wir haben für diese Standards jeweils eine Implementierung in unseren Routing Engines drin. Das heißt, ich kann, wenn ich eine Route ausrechne, mir für einen oder auch mehrere dieser Standards zurückgeben lassen, wie viel Schadstoffe oder wie viel CO2-Äquivalent zurückkommt. Diese Standards werden ganz grob in zwei unterschiedliche Schubladen gesteckt. Die eine Schublade ist faktorbasiert. Da reden wir eigentlich von sowas wie einem Dreisatz. Im Dreisatz steckt mehr oder weniger drin. Naja, es wird auf irgendeine Art und Weise ausgerechnet, wie viel Liter Treibstoff produziert wird,
Diesel, Benzin, sonstiger Treibstoff. Für jeden dieser Treibstoffe gibt es einen Faktor, wie viel CO2-Äquivalent er produziert oder wie viel Energie er sozusagen anfordert. Und das war's schon. Ist ein relativ einfacher Ansatz. Sag jetzt mal, braucht man jetzt auch keine Raketentechnik studiert haben für den. Auf der anderen Seite gibt es die Comprehensive-Schublade. Wir haben es jetzt mal umfassend genannt, Stefan und ich, weil so, glaube ich, eine allgemeine Vokabel am Markt kennen wir jetzt nicht für diese Schublade. Da ist es eben so wie bei HBV, dass es ganz detaillierte Regelwerke gibt, die in denen eben Tabellen verwalten, welche Fahrzeugtypen wie viel Schadstoff produzieren. Das heißt, dort wird dann in diesen Tabellen nachgeschaut und dann etwas hochgerechnet. Das ist gar nicht trivial, zumindest nicht, wenn man die Tabellenwerke nicht hat. Teilweise ist es auch so, über die Version hinweg, als wir mit HBV angefangen haben, vor 10 Jahren oder sowas, gab es HBV 2. Da war es völlig egal, ob ich vom Tal auf den Berg hochfahre oder vom Berg ins Tal runterfahre, wenn ich beide Male 100 Kilometer auf dem Tacho hatte, war die Emissionsausgabe sozusagen oder das Ergebnis der Emissionsberechnung etwa auf gleichem Level. Bei HBV 3.1 kamen dann Höhenlinien dazu. Das heißt, wir haben dann sehr wohl berücksichtigt, was heißt wir, also der Standard berücksichtigt dann selbst sehr wohl, ob man berghoch fährt oder einen Berg runter, war schon eine erste Steigerung. Ich wollte die Standards auch mal noch hier im Browser wieder zeigen. Da sind sie. Ich habe auch die mal gegenübergestellt. Von dort auch sehr detailliert verlinkt auf die Standard-Doku. Hier sehen wir nochmal die einzelnen Showcases. Dort findet man hin. Ist, glaube ich, eine sehr gut geeignete Einstiegsseite auch für euch, wenn ihr euch mit dem Thema Emissionen nochmal im Nachgang beschäftigen wollt. Lass mich dazu vielleicht gerade einen Punkt sagen. Ja, gerade mal die Tabelle bitte. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt ja seit 2012 den EN-Standard. Muss ich kurz mal da jemanden muten? Nee, kann ich nicht. Jetzt gemutet, sehr gut. Also es gibt, nochmal zurück bitte auf den Browser. Im Prinzip, es gibt seit 2011, 2012 diesen EN-Standard und der besagt, dass man, wenn man Emissionen berechnet, im Prinzip erstmal eigene Verbrauchsdaten nehmen muss. Und wenn man die nicht hat oder die nicht nutzen möchte, aus gewissen, welchen Gründen auch immer, dann kann man auf Default Values zurückgreifen. Und die kommen eben aus HBV, aus Coppert, die NGA Factors und so weiter. Das heißt, aber da wird die Norm quasi. Auf die Szenarien komme ich noch, Stefan. Okay. Wichtig ist nur an der Stelle, reine HBV-Berechnung würde ich heute einfach keine mehr empfehlen, das zu tun. Das hat man in der Vergangenheit gemacht. Würde ich heute, jeder, der es implementiert hat, auch sagen, dann sollten wir darüber reden, wie wir da auf den EN-Standard kommen. Ist schon mal gut zu wissen. Ist natürlich ein bekannter Standard HBV, aber wenn da aus verschiedensten Gründen es sich empfiehlte, mit EN 16258 zu arbeiten, dann nehmen wir das erstmal so mit. Danke. Nicht ohne HBV, sondern EN 16258 mit den Verbrauchsdaten aus dem HBV, aber nicht die Emissionsfaktoren aus dem HBV. Das ist eine Feinheit, aber dummerweise erfüllt man dann mit dem einen Verfahren den Standard, mit dem anderen eben nicht. Und das muss man gut unterscheiden. Okay, dann kommen wir gleich, wenn wir die Szenarien angucken, glaube ich, nochmal auf dieses zurück. So, dann 16258, genau jetzt kommen wir eben zu den entsprechenden Szenarien. Ich hatte gesagt, ZEN ist ein faktorbasierter Standard. Das heißt, ich gehe mit einem relativ simplen Dreisatz ran. Ich hole auch das mal wieder auf den Schirm. Ich muss hier an dieser Stelle nicht die physikalischen Eigenschaften meines Fahrzeuges im Exzess oder im Detail beschreiben. Ich mache auch mal kurz den Testline auf. Hier habe ich mal eine Testoberfläche geschrieben, mit der ich für verschiedene Fahrzeugprofile und eben die Parameter, die für ZEN relevant sind, auch mal ausrechnen kann, was da an Werten zurückkommt. Ich kann nach verschiedenen Stories, nenne ich mal, den ZEN-Standard anwenden und sagen, ich rechne jetzt aus, wie viel Schadstoffe erzeugt wurden oder wie die KPIs, die der Standard einfach zurückgeben soll, und zwar nach bestimmten Stories. Da gibt es hier diese sogenannten Szenarien, nennen wir sie bei uns in der Schnittstelle, sind jetzt 5 Stück. Hier stehen verschiedene Werte und jetzt werde ich gerade mal kurz anhand der Seite auch kurz erklären, was diese Szenarien sind. Ich bin, glaube ich, auch gezwungen, top-down sozusagen, wenn ich
eines der oberen Szenarien erfüllen kann, das dann auch zu nutzen gewissermaßen. Das obere Szenario heißt, ich fahre eine Strecke von A nach B und ich weiß ganz genau, wie viel Sprit oder wie viel Treibstoff ich während dieser Fahrt verbraucht habe. Nennt sich Actual Fuel Consumption, würde beispielsweise bedeuten in meinem Testline, ich weiß ganz genau, dass ich hier voll in Karlsruhe losgefahren bin, nach Frankfurt geheizt bin, in Frankfurt 20 Liter aufgetankt habe, also habe ich exaktement 20 Liter Diesel beispielsweise verbrutzelt. Ich lasse das nochmal rechnen. Dann kommt hier auch ein Wert raus, in diesem Fall jener. Und da steht dann beispielsweise drin, wie viel Energie produziert wurde auf verschiedenen Abschnitten oder wie viel CO2-Äquivalent produziert wurde. Hier steht auch der Treibstoffverbrauch, 16,64 Kilogramm. Das ist, liegt einfach daran, dass der Liter Diesel etwa 0,8 Dichte von 0,8 Kilogramm pro Liter hat, sozusagen. Also das ist, das ist das beste Level, das man liefern kann, wenn man weiß, wie viel wurde auf der aktuellen relevanten Fahrt verbraucht. Für die Logistiker, für die, die auf der Straße unterwegs sind, eigentlich nicht relevant, ist aber für die relevant, die mit dem Seeschiff von Hongkong nach Amsterdam fahren, da kann man das anwenden, aber für den LKW habe ich das noch nie gesehen, dass das tatsächlich gemacht wurde. Macht keinen Sinn, einfach. Ja. Okay. Es sei denn, man hat einen Durchflussmesser, der sehr genau ist, in seiner Telematik eingebaut, dann könnte man es tun. Das wollte ich jetzt gerade gesagt haben. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das modernere Systeme zu liefern imstande sind. Nehmen wir es einfach mal mit. Also wir müssen ja jetzt gar nichts entscheiden oder so oder bewerten, sondern erstmal abstrakt beschreiben, was möglich ist. Das zweite Szenario ist, dass ich sage, ich kenne von diesem Fahrzeug, also meinem Firmenpoolfahrzeug meinetwegen, den Durchschnittsverbrauch übers Jahr. Also nicht nur bezogen auf die gerade jetzt relevante Route, sondern ich weiß einfach, wenn ich im Jahr für 3000 Liter getankt habe und damit meine 10.000 Kilometer gefahren bin und so weiter, kann ich entsprechend ausrechnen, was mein Durchschnittsverbrauch ist. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Wert, also den wenn ich hier reinschreiben würde, mein Durchschnittsverbrauch meines Fahrzeugs sind 15 Liter, dann hat diese 15 nichts mit der Entfernung zu tun erstmal, sondern ich muss natürlich 1,38 mal 15 Liter entsprechend ansetzen. Das heißt auch, jetzt habe ich wieder beide Werte drin, wenn ich den mit dem hier vergleiche, dass der eine geringfügig größer ist. So, wenn ich jetzt gut im Kopf rechnen wäre, wäre ich nicht hier wahrscheinlich, aber ich verbrauche also ein bisschen mehr als 20 Liter Diesel, weil ein Drittel nochmal draufkommt. Und deswegen ist auch der Wert in dem Route-Specific, Vehicle-Specific muss ich vergleichen. Die zwei muss ich miteinander vergleichen. Deswegen ist auch der Vehicle-Specific ein bisschen größer als der Actual Fuel. Gleich mal die Rückfrage ans Publikum. Ist das allen soweit klar oder bin ich zu schnell? Kommt man da noch mit? Traut sich keiner. Ja, da geht's noch. Da geht's noch, okay, schön gesagt. Gut, dann gehen wir zum nächsten Szenario. Flottenspezifisch heißt, ich habe jetzt nicht ein Vehikel am Start, für das ich den Durchschnittsverbrauch kenne, sondern vielleicht habe ich einen heterogenen Fuhrbike, von dem ich weiß, dass er anteilig aus 40 Tonnen, 7,5 Tonnen und vielleicht noch ein paar PKWs besteht sozusagen, aber auch für den ermittle ich über einen langen Zeitraum einen Durchschnittsverbrauch. Das heißt, dieser Wert bezieht sich jetzt weder auf die konkrete Route, noch ist er ausschließlich auf das aktuell relevante Fahrzeug bezogen. Also nochmal eine Verschlechterung zu diesen beiden Szenarien drüber. Auch da die Frage ist, anhand der Definition oder allein des Namens schon klar, was damit gemeint ist. Ich habe halt meine Gesamtflotte im Betrieb, meinen gesamten Fuhrpike. Ich weiß, was der gesamte Fuhrpike an Kilometern geschrubbt hat, an Litern Treibstoff verbraucht hat und rechne dann damit aus, was der Durchschnittsverbrauch meines Fuhrpikes auf 100 Kilometer meinetwegen ist und brauche das als Info. Das heißt, in der Norm heißt es dann, es ist das VOS, das Vehicle Operating System, dass man da zusammenstellt und dann eben schaut, welche Fahrzeuge in so eine Gruppe reinpassen. Das versucht man schon homogen zu halten, dass man die 40 Tonner in der Gruppe hat, die 12 Tonner und die Sprinterklasse zum Beispiel, vielleicht Nutzfahrzeuge. An die Daten kommt man halt sehr einfach ran, weil man in der Regel über die Tankkarten die Fahrtleistung kennt und auch den Verbrauch und guckt da einmal auf die Jahresrechnung drauf. Dann hat man diesen Wert und kann den entsprechend dann halt in der Norm anwenden und hat einen sehr, sehr guten Wert, der eine hohe Akzeptanz hat.
Also man könnte hier sein Fuhrpark nochmal partitionieren in vergleichbare Fahrzeuggrößen, ja, sozusagen. Okay, danke für die Info. Und dann haben wir noch das vierte Szenario. Hier ist es so, jetzt sage ich, dass die Route, dass ich die Route immer mal wieder fahre, zum Beispiel vielleicht als Busunternehmen einen Linienverkehr betreibe mit unterschiedlichen Bussen, vielleicht zu unterschiedlichen Tageszeiten, reicht mir der kleine Bus, zu einer anderen Tageszeit im Berufsverkehr brauche ich den großen 50-Platz-Bus und so weiter. Dass ich jetzt aus dieser Sicht sehr wohl diese Route im Blick habe, aber eben auch wieder einen heterogenen Fuhrpark, dessen Durchschnittsverbrauch auf dieser Route ich kenne. Ist jetzt auch nochmal eine andere Qualität der Information, die ich da von außen reingeben muss und bezieht sich eben jetzt auch dann auf die konkrete Route, die ich da habe. Das wäre das vierte Szenario und last but not least, eben wenn ich keins der oberen vier bedienen kann, gibt es noch die Variante, dann rechne doch einfach den Treibstoffverbrauch aus nach dem Standard HBFA unter der Haube und dann benutzt den so ermittelten Kraftstoffverbrauch, um ihn als Input zu liefern. Weil unterm Strich, wenn ich in den Test gleich nochmal reingehe, ob ich jetzt meinem Fahrzeug, konkreten Fahrzeug, einen Verbrauch von 15 Liter gebe oder meine Flotte mit 15 Litern an den Start schicke oder sowas, das sollte jetzt zu gleichen Werten führen bei dem beim vehikelspezifischen Verbrauch versus dem flottenspezifischen Verbrauch. Sehen wir hier auch beide Male 745 und so weiter, sind die gleichen Werte. Ist vielleicht eine Krebsübung, die man mal einmalig mit sich durchspielen muss, wie die Werte zusammenhängen oder welches Szenario man selber entsprechend anbieten kann. Wie gesagt, die Dinger sind untereinander priorisiert. Es gibt mit Actual, wenn man den Wert zur Verfügung hat, muss man ihn nehmen. Wenn nicht, muss man auf das drunterliegende Szenario ausweichen, bis schließlich HBFA als Default-Wert greift. Soll man nochmal einen Satz dazu sagen, warum wir da auch Energie berechnen oder kommt es noch? Nicht in der Form, wahrscheinlich würdest du es deutlich detaillierter sagen können als ich oder vielmehr die Erwartungshaltung von dir wäre eine andere. Es kommt noch was dazu. Okay. Also hier habe ich die vier Szenarien nochmal zusammengefasst. Ich glaube, HBFA doch steht auch mit dabei. Jetzt kommt es nämlich, also was der Zen überhaupt rausgibt, wir hatten es ja jetzt schon in den verschiedenen Darstellungen gesehen, der Output von Zen ist erstmal der Kraftstoffverbrauch als solches, auch beim Zen eben betrachten, dass die 10 Liter, die ich vielleicht verbraucht habe, nicht eine 10 als Fuel Consumption zurückgeben, sondern je nach Kraftstoff einen über die Dichte umgerechneten Wert in Kilogramm. Und dann haben wir den Energieverbrauch in Megajoule. Der wird ausgerechnet und zwar nach zwei verschiedenen Ansätzen. Im Grunde genommen gibt es drei große Begriffe. Es gibt Well-to-Tank, es gibt Tank-to-Wheel und es gibt Well-to-Wheel. Was der Standard selbst vorsieht, sind die beiden Begriffe Tank-to-Wheel und Well-to-Wheel. So, jetzt wird es, ich will nicht sagen schmutzig, aber Stefan, jetzt kommst du mir wahrscheinlich gleich zu Hilfe. Tank-to-Wheel heißt, das ist der Energieverbrauch, der im Fahrzeug entsteht, wenn dort vor Ort Kraftstoff umgesetzt wird in Bewegungsenergie. Well-to-Wheel ist der Energieverbrauch von der Produktion des Kraftstoffes bis zum Ende, bis er auf die Straße kommt. Also Dritte, was eben fehlt an der Sicht, ist quasi die Vorkette. Das wäre dann im Prinzip das Thema Well-to-Tank, also welche Energie muss aufgewendet werden, um den Treibstoff bereitzustellen. Ist das allen klar? Gibt es da noch Rückfragen zu? Nur zu, es braucht sich keiner schämen, wenn einer was nicht weiß. Ich kann das relativ schnell, glaube ich, erklären. Also es ist, wenn Sie heute Emissionen berechnen für Diesel und Sie kriegen einen Wert raus, der Well-to-Wheel ist oder Tank-to-Wheel, da sind diese Werte relativ nah beieinander. Wenn Sie aber das Ganze für ein E-Fahrzeug machen, dann haben Sie in dem Bereich Tank-to-Wheel oder Battery-to-Wheel ist einfach null, weil da entstehen einfach keine Emissionen, weil eben ist die Energie ist ja quasi schon in der Batterie drin und wird dann nur noch aufs Rad übertragen. Aber um diese Energie zu erzeugen, beispielsweise über Kohlekraftwerke, das wäre jetzt vielleicht nicht das Tesla-Beispiel, aber auch Solaranlagen, Windkraft und so weiter, da wird wieder Energie aufgewendet, um den Strom zu produzieren. Und das ist die Vorkette, die auch Emissionen verursacht und die dann eben dafür sorgt, dass es auch bei Elektrofahrzeugen eine CO2-Emission gibt. Nämlich in der Erstellung des Sprits. Damit
hat man im Prinzip auch dafür Sorge getragen, dass zum Beispiel ein Biodiesel, der in der Raffinerie einfach eine hohe Energie verursacht, aber bei dem Verbrennen eben kein CO2 mehr emittiert, dass das sauber abgedeckt ist. Und das ist eben Teil der Norm, die komplette Kette zu betrachten. Und das Zweite mit dem Megajoule ist im Prinzip ein einfacher Reporting-Faktor. Man nimmt im Prinzip den Kraftstoffverbrauch, den man gemessen hat, multipliziert ihn mit dem Faktor für CO2, das ist 2,68, 2,67 und so weiter. Da gibt es verschiedene Faktoren. In der Norm ist eine festgeschrieben. Es gibt aber andere Standards, wie die Franzosen das leider Gottes gemacht haben, die dann 2,678 haben. Und damit im Prinzip jeder in der Lage ist, seinen Standard anzuwenden, den er anwenden möchte, Europa oder weltweit, gibt man die Energie mit an, weil die Energie ist quasi losgelöst von irgendwelchen Definitionen. Also da, ob ich das dann mit 2,68 nach CEN oder mit 2,67 nach das ist der Wert aus dem HBFA oder mit 2,65 von den Franzosen multipliziere, ist dann eine reine Reporting-Sache. Ne? Damit man das einfach sauber hat, sagt man im Reporting, okay, wir nehmen den Energie, also Megajoule, mit auf. Okay, also für mich nochmal zur Ergänzung, der Tank-to-Wheel-Wert auch ist der Wirkungsgrad vom Fahrzeug an Bord. Der ist bei Elektromobilen sehr hoch. Korrigiere mich, wenn ich Blödsinn verspreche, Stefan. Keine Emissionen, es entstehen einfach keine Emissionen. Ergo, sehr gut. Das war es. Und Well-to-Wheel wäre, was hier auch ausgegeben ist, ist sozusagen die gesamte Kette vom Bohrloch bis zum Rad. Genau. Also das beste Beispiel ist halt tatsächlich das Elektrofahrzeug, weil das wird zwar als sehr sauber deklariert, weil das natürlich keine Emissionen verursacht, wenn es fährt. Aber wenn der Strom aus dem Kohlekraftwerk kommt, dann ist es halt nicht unbedingt gesünder. Okay. Und das geht immer mit auf. Okay, gut. Ich schlage die nächste Seite im Buch auf. Da kommt ein ganz neuer Begriff mit rein, nämlich das GLEC. Würde mich auch da interessieren. Ich glaube, ich schicke im Nachgang noch eine Umfrage rum, da können wir das auch mal erfassen. Und zwar, wer von euch hat vorher schon von GLEC gehört? Wer hat sehr konkrete To-Dos in puncto GLEC und für wen ist der Begriff neu? Aber das frage ich dann mit der Umfrage später ab. GLEC ist ein Zusammenschluss verschiedener Transporteure, Produzenten, Softwarelieferanten und Umweltverbände, der sich zum Ziel gemacht hat, die Emissionsberechnung, ja, wie soll man sagen, zu standardisieren, Stefan, oder? Nee, das, was GLEC im Prinzip schon sagt, also ein Framework zu liefern, mit dem man verkehrsträgerübergreifend Emissionen berechnen kann, und zwar end-to-end. Also der EN 16258 oder die Anwendung der EN 16258 ist quasi der Teil, um Emissionen im Straßengüterverkehr zu berechnen oder auch für andere Transportmodi. Aber zum Beispiel der Standard deckt nicht ab, welche Emissionen zum Beispiel beim Umschlag passieren. Also das Entladen des Schiffes, das Entladen des LKWs, das Lagern der Güter für 2 Tage im Distribution Center, das wird alles nicht erfasst. Und da liefert das GLEC eben Berechnungsmethoden und fasst die Standards zusammen zu einem Framework, wie ich quasi end-to-end für alle Verkehrsträgeremissionen berechnen kann, Best Practice. Okay, aber GLEC selbst ist jetzt kein Standard in dem Sinne. Nein. GLEC ist kein Standard. GLEC bietet im Prinzip diesen Zusammenschluss. Die Mitarbeiter vom GLEC, die auch teilweise in anderen Unternehmen noch aktiv sind, sind im Moment, oder viele von denen sind sehr aktiv bei der Erstellung der ISO-Norm 14083, quasi Nachfolger von der EN 16258. Die kommt im Oktober 2022. Und da wird dann zum Beispiel auch der Umschlag mit berücksichtigt im Distribution Center. Da sind die sehr stark jetzt in den Gremien vertreten, wie PTV auch bei der EN, und wirken da mit ihrem Know-how entsprechend auf eine gute Norm hin. Okay, wie verpacken wir jetzt GLEC und PTV in einen Satz? Naja, GLEC macht ein verdammt gutes Marketing und hat sehr viele, ein sehr großes Netzwerk, weil sie natürlich auch die Experten aus diesen Unternehmen teilweise kommen. Und es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass man quasi nach GLEC sich akkreditieren möchte, um quasi zu belegen, dass man Emissionen gut berechnen kann. Wenn man aber in dieses Framework reinguckt und man schaut, was der Best Practice Ansatz ist, um Emissionen auf der Straße zu berechnen, dann steht da die EN 16258. Und genau das haben wir bei uns in den Komponenten auch drin. Das heißt, wir kommen im Prinzip, wenn man nach GLEC Framework berechnet auf der Straße oder nach PTV, kommt immer EN 16258 raus und es kommen die gleichen
richtigen Ergebnisse raus. Das ist so. Wir überlegen jetzt gerade, weil ich selbst auch an dem Know-how bei GLEC interessiert bin, ob wir da entsprechend uns beteiligen oder auch eine Akkreditierung machen. Wir werden dann nachgefragt, ob wir GLEC akkreditiert sind. Dann versuche ich zu erklären, dass wir das gar nicht müssen, weil wir den gleichen Standard verwenden. Aber das wissen Sie alle genauso gut wie wir. Manchmal ist es halt einfach notwendig, das Stempelchen dann zu haben und dann einfach zu sagen, dass wir da einfach mit den gleichen Verfahren arbeiten. Und dann lassen wir uns wahrscheinlich auch akkreditieren von dem Framework. Das ist Smart Freight Center, die das rausgebracht haben, SMC. Okay, und das sieht ja auch hier auf dem Bild diverse namhafte Player, die da schon drin sind. Und vielleicht tauchen wir da auch bald auf. Okay, danke für die Info, Stefan. Gehe ich mal in die nächste Folie rein. So, jetzt technisch betrachtet. Ich habe ja gesagt, ich will heute keine Technikschulung machen, aber trotzdem noch mal ein paar Sachen zusammenfassen. Also ich kann hier mit der PTV-Software auf die Gesamtroute-Emissionen ausrechnen nach den Standards. Ich kann von Station zu Station die Emissionen ausrechnen oder eben bis runter zur Segmentebene. Das unterstützen wir auch schon im X-Server 1. Dort wird es aber nicht weiterentwickelt. Konkretes Beispiel, X-Server 2 hat jetzt mit der aktuellen Version 2.25 gerade die HBV4 mit reingekriegt. Das wird im 1er nicht mehr passieren, oder Stefan? Bitte, jetzt war ich kurz abgelenkt. Sorry. Unfassbar, unfassbar. Ich habe gerade gesagt, dass wir im X-Route 2.25 letzte Woche die HBV4 mit angeboten haben. Die wird aber im 1er nicht mehr nachgezogen. Ne? Der 1er ist so weit feature frozen, dass da nichts mehr passiert. Genau. Wenn jetzt die Frage noch kommt, was macht denn die 4er-Version besser als die 3er, dann kann ich jedem nur sagen, das sind dann auch die Profile für die Elektrofahrzeuge und vor allem für die Hybriden mit drin, bis hin zum hybriden LKW auch. Das ist natürlich spannend dann, weil man dann gerade in der Software dann auch gut vergleichen kann, wie verhält sich denn die Emission bei einer Tour, die ich mit einem Diesel fahre oder mit einem Hybridfahrzeug, einem Hybrid-LKW, das kann man da dann mit dem X-Server 2 alles berechnen. Okay, oder mit Developer. Oder Developer. Also Developer hat es noch nicht. Ach Gott, du fragst mal so konkrete Fragen. Okay, wir gucken es gleich an, es hat es noch nicht, aber es kommt wahrscheinlich. Muss ich einen Telefonjoker tatsächlich ziehen? Nee, ich gehe gerade mal kurz rein nochmal in den Browser, wenn ich ihn wiederfinde. Moment, wo ist er? Da ist er. Mal ganz kurz. Was bedeutet denn auf Segmentebene? Kann ich kurz zeigen, Segmentebene, wenn ich mal eine Route ausrechne, halt hierher, hier geht es lang. Ein Segment ist ja ein Straßenabschnitt, von dem ich nicht abbiegen kann, wenn ich auf dem Abschnitt bleibe. Wenn da eine Kreuzung wäre, würde die Straße in zwei weitere Segmente zerbrechen sozusagen. Und jetzt lasse ich mal hier, mache ich die Routenberechnung, sage dazu bei den Result Fields hätte ich dann auch die Emissionen. So, dann kriegen wir hier erstmal die Emissionen nach in diesem Fall Standard. Ich glaube, da hatte ich HBV ausgewählt. Das ist Zen. Auf die Gesamtroute, wobei ich jetzt nicht weiß, welches Szenario ich ausgewählt habe. Doch, Actual, da steht es ja dran. Und diese Werte kann ich jetzt aber auch runterbrechen auf Legs. Mache noch eine dritte Station dazu. Nehmen wir mal noch, machen wir noch einmal wieder zurück. So. So, kriege ich jetzt raus. Insgesamt wurden 38 Kilogramm Diesel in dem Fall meinetwegen konsumiert. Leck heißt, die 38 zerfallen in die beiden Abschnitte Karlsruhe-Mannheim, Mannheim-Karlsruhe. Und auf Segmentebene heißt, dass ich nochmal sehr detailliert runtergebrochen auf die einzelnen, wie viele sind es? Zig hundert, fast 1000 Segmente, die Details haben. Die Frage ist, was machen Sie dann damit? Das wäre so die richtige Frage. Was Sie damit machen könnten, wäre beispielsweise eine Route einfärben nach Segmenten. Sie können quasi sagen, in dem Moment, wo ich über die Alpen fahre, kann ich es rot einfärben, hoher Verbrauch, hohe CO2-Emissionen pro 100 Meter zum Beispiel dann runtergerechnet. Das sind Darstellungssachen, aber in der Optimierung oder so bringt mir das heute nicht wirklich was. Aber gutes Beispiel, danke, baue ich doch in meinen Client ein. Bernd, darf ich schnell was fragen? Oliver hier. Natürlich. Bei der Aufteilung auf Legs wird da rein auf die Distanz aufgeteilt oder spielt das Gewicht eine Rolle? Das du kann ja auch im Ladezustand. Wenn ich jetzt mit einem Fulltruck losfahre, 30 Tonnen, fahre 10 Kilometer, lade 29 ab und dann fahre ich noch 700 Kilometer halb leer
dann sind die zwei Legs rein auf Distanz aufgeteilt, wahrscheinlich nicht ganz korrekt aufgeteilt, oder? Das sind genau die zwei Sachen, die ich vorhin angesprochen hatte. Das eine ist die Berechnung, wenn wir jetzt mal rein die HBV-Daten nehmen, also die mit Default-Values, nicht mit eigenen Verbrauchswerten rechnen, dann wäre es so, dass wir die Beladung, die Geschwindigkeit, die Straßensegmente alles berücksichtigen und dass sie dann entsprechend der Beladung auch unterschiedliche Emissionen für die einzelnen Relationen zwischen A und B und B und C und so weiter bekommen. Das ist absolut richtig. Nur wenn Sie dann im Prinzip diese Emissionen auf den einzelnen Stop allokieren wollen, dann können Sie nicht hingehen und können sagen, okay, ich nehme alles, was von A nach B ist, quasi B zuzuordnen, alles von B nach C ist C zuzuordnen, sondern dann müssen Sie hingehen, müssen den kompletten Rundlauf berechnen, die ganzen Emissionen dann zum Beispiel über einen Luftlinienschlüssel oder Tonnenkilometer allokieren auf den einzelnen Stop. Das sind aber zwei unterschiedliche Berechnungen. Und hier, was der Herr Welter gerade gezeigt hat, ist es tatsächlich so, bei HBV wird die zwischen den Stationen auch die entsprechende Beladung mit berücksichtigt. Bedingt, weil wir haben an der Schnittstelle genau einen Ladezustand. Das heißt, wenn ich jetzt eine Route über drei Stops mache, dann gilt genau ein Setting für Leergewicht, Zuladung und erlaubtem Gesamtgewicht. Wenn ich zwischendurch was ablade, dann müsste ich jedes Leg getrennt routen, meiner Meinung nach. Ja, da ist ein bisschen zu viel Technik, aber in Map & Guide ist es tatsächlich so, und Map & Guide basiert ja auch auf dem X-Server, da ist es so, dass ich dann für jeden einzelnen Stop im Prinzip Zuladung, Abladung angeben kann und kriege dann entsprechend der Zuladung, Abladung dann die entsprechenden Emissionen aus dem HBV rausgerechnet. Da müssen wir reingucken, ich weiß nicht, ob das eine Berechnung ist oder ob das mehrere Berechnungen sind, das kann ich dir, da müssen wir Dirk Metz mal fragen, ja, wie das da hängt. Jo, zumal es ja auch so ist, dass ich, sagen wir mal, da habe ich noch gar nicht gewillt, dass ich ja hier von außen als einen zentralen Parameter reinkippe für die Zen-Berechnung. Mein Actual Fuel Consumption sind 100 Liter. Ja, und da gebe ich ja nicht aus, die 100 Liter fallen übrigens 40 Liter auf den ersten Teil und 60 Liter auf den zweiten Teil. Das gilt für die den tatsächlichen Verbrauch, den Flottenverbrauch, den Fahrzeugverbrauch, Routenverbrauch. Das gilt dafür nicht. Sondern nur dann, wenn ich Default Values vom HBV anziehe. Also wenn ich quasi keine eigenen Verbrauchswerte habe und quasi nur die Default Values aus dem HBV nutze, dann trifft es zu, was ich gerade gesagt habe, genau. Okay, super. Damit die Frage beantwortet? Jupp, danke. Super, alles klar. Dann springe ich zurück zu den Slides. Ich hatte schon erwähnt, es gibt verschiedene Parameter, die man reinsteckt, also Hubraum, Gesamtgewicht, Partikelfilter, wir haben die gerade eben auch im Testclient gesehen, Kraftstoffverbrauch und Art. Die Zen-Szenarien haben wir durchgesprochen. Jetzt habe ich hier nochmal gegenübergestellt, welcher Standard wird denn von welcher PTV-Schnittstelle sozusagen geliefert. In Xroute 1 beispielsweise HBV nur bis zur Version 3.2. 4 ist da nicht mehr drin. Seit kurzem in der 2.25 ist HBV4 eben auch in der Zweier-Schnittstelle drin. In Developer haben wir meines Wissens im Augenblick nur den Zen und die French Decree. Kann man aber schnell rauskriegen, habe ich nämlich auch hier vorbereitet. Das ist, falls es noch nicht jeder kennt, das ist die Developer-API. Also HBV ist drin, das weiß ich. Also die als Default-Value für die EN16.25. Okay, aber nicht als eigenes Gesamtfield. Okay. Ich kann nicht mehr reinkommen, weil das ist wirklich outdated. Also das wird eigentlich bei neuen, wenn jemand neu entwickelt, das macht einfach keinen Spaß. Keinen Sinn mehr, das zu integrieren. Also da würde ich dann auch gerne, da kann man dann auch mit Ihnen nochmal Gespräch suchen, wenn jemand wirklich rein HBV ohne EN, also ohne die Norm berechnen möchte, da gibt es ganz, ganz viele Argumente, das bloß nicht zu tun. Also wer diese Werte haben will und meint, diese Werte haben zu wollen, soll sich nochmal melden. So ungefähr. Okay, gut. Weiter zu den Folien. Das Statement ist falsch. Das haben wir ja gerade bewiesen, dass es auch auf die Segmente runtergeht und nicht nur in Xroute 1. So, dann. Ich habe hier noch ein paar Fragen, Stefan. Jetzt können wir ein bisschen Ping-Pong spielen. Wann kommt die CO2-äquivalent optimierte Route? Das ist eine Frage an mich, das ist eine Glaubensfrage, denn die Frage ist, wann kommt die kostenoptimale Tour? Also das ja, es ist schwierig.
Wir haben ja selbst ein bisschen rumgespielt und haben geguckt, ob sich sowas optimieren lässt. Und das ist halt einfach verdammt schwierig, weil der Verbrauch auf einer Autobahn, selbst wenn er halt einfach 50 Kilometer um den Berg in der Schweiz halt drumherum fährt, halt einfach weniger Energie aufwendet, als wenn man irgendeinen anderen Weg über eine Landstraße oder sonst irgendwas fährt. Insofern, ja, das ist tatsächlich so eine Frage für eine gesellige Bierrunde. Das ist, ich kann es heute nicht beantworten, ob das tatsächlich Sinn macht. Okay, was haben wir noch? Welche Standards kommen? Also wie gesagt, X-Server 1 Feature Frozen, X-Route 2 und Developer werden neuere Standards angehen. Elektroantriebe, hast du schon was gesagt? Was für den letzten, also was ich schon avisieren kann, ist, dass für den X-Route 2 auf jeden Fall und auch für PDV Developer die ISO 14083, die im Oktober 22 kommt, auf jeden Fall implementiert wird. Okay, dann haben wir Unterschiede ehemalige Route zu zukünftiger Route. Das habe ich mir für mich mal nur so mit aufgeschrieben. Es gibt Player, die eben eine ehemalige Route per X-Map-Match oder per Map-Matcher-Schnittstelle rekonstruieren, dass den Output aus dem Map-Matcher in den Routing-Service reinstecken und sagen, und jetzt hätte ich gerne anhand vom Routing-Service die Emissionen zurück. Ist ein legitimes Verfahren, kann man nacheinander so abdecken. Jetzt habe ich hier noch die Frage stehen, Zen, welches Szenario deckt Höhenprofile ab? Ist mir also bei Zen eigentlich wurscht, oder? Nee, also in dem Augenblick, wo ich die Norm anwende, also die EN 16258, und ich nutze die Default Values vom Handbuch für Emissionsfaktoren, dann habe ich das mit abgedeckt. Mhm. Aber die Norm sagt, das darf ich halt wirklich nur machen, wenn ich keine eigenen Werte habe. Warum? Weil das halt modellierte Werte sind und jeder Wert, den Sie irgendwie aggregieren, auf welche Flotte von Ihnen auch immer, ist halt immer genauer als jeder modellierte Wert. Das heißt, okay, eigentlich nutzt man wirklich die EN 16258 mit den Verbrauchswerten aus dem HBFA, zum Beispiel dann, wenn ich für Subunternehmer nachkalkulieren möchte oder vorkalkulieren möchte. Da habe ich den Verbrauch nicht und da macht es dann auch Sinn und ist dann auch absolut berechtigt, da dann entsprechend auf die Default-Values zurückzugreifen. Okay. Nächste Frage, die ich hier habe, Intermodales. Wir haben vorhin schon gesehen, Gleck kümmert sich um verschiedene Verkehrsmodi. Der X-Route-Server kümmert sich natürlich erstmal nur um die Straße. Es gibt noch einen X-Intermodal-Server auf Basis der X-Server 1 API als Projektlösung. Da die Aufforderung in die Runde, wir werden dazu im Januar, Ende Januar ein Webinar machen, in ähnlichem Setup wie heute. Wenn da jemand konkret intermodales Routing sehen möchte, bitte mir nochmal Bescheid schreiben. Dann gibt es da nochmal, gibt's da den Anmeldelink dazu. Nächste Frage, gibt es Schnittstellen zu ERPs oder CMS? TMS, Entschuldigung, nicht CMS, zu TMS. Möchtest du dazu was sagen, Stefan? Das ist tatsächlich ein Thema für unsere Integratoren. Also das sind ja Daten, die werden beim Routing bei uns quasi mit ausgegeben und wie die dann verarbeitet werden, das ist dann quasi, das machen unsere Partner für uns. Das wrappt ihr also drumherum. Ja, also wir haben da keine fertigen Schnittstellen zu solchen Systemen. Das ist ja genau eure Business-Ebene, sage ich mal, eure Anreicherung, euren Value, den ihr mit anreichert. Okay, dann habe ich hier noch stehen, gefährlich, bin ja kein Preis, kein Sales in dem Sinne, klassischen Sinne, welche Preismodelle gibt es? Emissionsberechnung ist mit dem Logistics Package abgedeckt, abgesehen vom ausschließlich X Intermodal. Gibt es dazu noch was zu ergänzen aus der Sales-Runde von meinen Kollegen? Vom PM noch, also bei PDV Developer ist es auch komplett mit drin, ist Standardfunktion bei allen, also bei allen Aufrufen, die auch ein Routing machen, da entstehen keine Zusatzkosten. Okay. Auf beiden nächsten Seiten sind jetzt nur noch die Links von heute. Jetzt wäre nochmal die Aufforderung ans Publikum ganz aggressiv. Welche Fragen habt ihr noch zum Thema? Was kann euch Stefan, was kann ich euch vielleicht noch dazu erklären? Ups, das nicht. Nur Mut, nicht drängeln. Ja, ich komme gerne nochmal, Oliver hier. Das spielt dann auf die Sendung runter, das tatsächlich sehr anspruchsvoll ist. Habt ihr da Pläne? Das rot geschriebene? Stefan, also, du hast den Standard schon erwähnt, ne? Naja, also das Allokationsverfahren ist halt in der Norm festgelegt. Also ich glaube einfach nicht, dass man unseren, also wir können es im Server machen, wir verkaufen es auch für viel Geld, aber letztendlich ist es halt Dreisatz. Also da würde ich einfach nochmal genauer verstehen, was der Bedarf ist, weil ich glaube, dass
Das Verteilen auf der Emissionen auf die einzelnen Stops ist relativ einfach gemacht. Also Sie müssen im Prinzip den kompletten Umlauf einmal berechnen, die CO2-Emissionen für den kompletten Umlauf berechnen. Dann ein Verfahren wäre beispielsweise die Luftlinie zu berechnen vom Hub zu den einzelnen Stops und dann diese Kilometer als Allokation zu verwenden, inklusive der Tonnen mit den Emissionen, die Sie für den Rundlauf benutzt haben. Hast du da noch öffentliche Links vielleicht, die du im Nachgang bereitstellen kannst? Uiui. Du musst nicht jetzt machen gleich, also wenn. Ich habe eine Folie, die ich vielleicht kurz zeigen kann. Die sind so unglaublich alt, meine Folien, weil wir. Ich auch, mach. Ich bin trotzdem noch gut. Wer damit? Komm. Da musst du mich aber präsentieren lassen. Ja, mach. Darfst du nicht, oder was? Nee. Only Meeting Organizers and Presenters can share. Da musst du mich zum Presenter machen. Oh, ich habe es befürchtet. Hey, warte mal, das kriegen wir aber auch hin. Moment. Mein Desktop ist nicht aufgeräumt. Also, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Oh Gott, ich habe schon ganz schlimme Dinge bei dir gesehen. Jetzt bist du mal mindestens Moderator. So. Okay, also das ist beispielsweise den Sammelverkehr ein mögliches Verfahren, um eine Allokation zu machen. Sie berechnen im Prinzip den kompletten Rundlauf und ermitteln dann die Tonnenkilometer, die dann entsprechend der Luftlinie für jeden einzelnen Stop transportiert wurden. Wenn ich für den kompletten Umlauf dann meine 12,2 Liter habe, dann kann ich entsprechend dann diese den Verbrauch oder die entsprechenden Emissionen dann entsprechend allokieren. Das ist ein Beispiel, wie ich es machen kann. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt aber eine Norm. Also es ist jetzt nicht, Stefan hat sich eine Idee überlegt, sondern es ist ein... Nein, ja. Das ist ein Beispiel als Allokationsbeispiel auch in der Norm mit drin. Da unten steht auch Quellenangabe. Damals war das noch Entwurfsstatus, 2011. Das ist eine Möglichkeit, wie man es machen kann. In der Regel macht man es halt über Tonnenkilometer, weil das natürlich auch von allen anderen Marktakteuren dann entsprechend genutzt werden kann. Man kann es auch mit Volumen machen, aber das ist ja halt die Frage, ob dann der Empfänger der Emissionen, die auf Volumen allokiert wurden, dann entsprechend damit in sein System umgehen kann. Vielen Dank. Okay, der Nächste, noch jemand? Seid ihr denn jetzt alle schlauer als vorher? Traut sich auch keiner zu sagen. Von mir noch eine Frage, vielleicht zu dem Stiefkind, die Optimierung auf anhand der CO2-Emissionen die Tour selber optimieren. Sehe ich auch schwierig, ob das Sinn macht. Aber die Fahrzeugauswahl bei einem X-Tour, wenn man mit dem Fleet reingeht. Ja. Riesenthema, also ich meine, ein Riesenfass auf, nämlich irgendwas, dummerweise was wir nicht können, aber das zeigt vielleicht auch, wo wir uns hinentwickeln. Sie haben im Prinzip heute schon in den Niederlanden, haben Sie die Zonen im Innenstadtbereich, die Sie nur mit einer, zum Beispiel mit Elektrofahrzeugen anfahren können oder mit Hybridfahrzeugen und. Und da ist natürlich schon extrem spannend, einen Algorithmus mit diesen Daten zu füttern und zu sagen, okay, wie teile ich jetzt denn die Tour auf, wenn ich zum einen ein gewisses Volumen in den Innenstadtbereich, wo ich nur mit E-Fahrzeugen rein kann, und den anderen Bereich in die Peripherie, wo ich mit dem Diesel hinkomme? Wie gestalte ich sich dann da meine Tour und welche Fahrzeuge nehme ich? Ist eine Riesenfragestellung, absolut richtig. Und das Zweite ist die Modellierung, wie sieht denn meine Tourenplanung aus, wenn ich jetzt Hybridfahrzeuge einsetze oder vollelektrisch fahre? Wie verändert sich dann im Prinzip die Anzahl der Fahrzeugeinsätze? Wie verändert sich die Anzahl der Touren, weil ich unter Umständen mehr habe, weil die Reichweite einfach nicht mehr gegeben ist? Brauche ich andere Fahrzeugklassen und Größen? Das sind elementare Fragestellungen, die gehen schon massiv in die Beratung rein. Die Fragestellungen, die versuchen wir auch wir kennen sie, sage ich mal so. Ob wir sie jetzt lösen können, das wird sich noch zeigen. Aber wir arbeiten und forschen auch daran. Wobei mir jetzt mal ganz spontan einfällt, das Beispiel, was du genannt hast, mit ich darf in der Innenstadt nur mit bestimmten Fahrzeugen zustellen. Dazu hätte ich ja schnittstellenseitig irgendwelche Parameter wie Skills, wo ich sage, ich habe das Skill, dass ich elektrisch fahren kann und nur dann darf ich den Auftrag übernehmen. Ne? Damit kann man es modellieren, richtig, ja. Genau. Fast, weil das heißt ja noch lange nicht, dass ein Teilrouting nicht doch irgendwie durch die Innenstadt fährt, obwohl dort gar kein Auftrag ist. Ne? Das müsste ich auch bei der Routendistanzmatrix sicherstellen für ein bestimmtes Fahrzeug, dass es nur dort lang fährt, wo es darf. Also
An anderer Stelle hätten wir für sowas die grüne, gelbe, rote Plakette, wo ich sicherstellen kann, dass ich mit meinem Fahrzeug nicht durch sowas durchfahre, wo ich auch eine Fehlermeldung kriege, wenn ich sage, ich fahre jetzt mit meiner roten Plakette irgendwie voll in die grüne Zone rein, dann wird mir die Routing-Schnittstelle entweder einen Fehler werfen oder mir eine Violation rauskippen und sagen, ich fahre dich jetzt mal hin, aber du bist eigentlich nicht sauber, sozusagen. Muss man im Detail angucken, also wenn es da mal konkrete Stories gibt. Ich weiß auch, mit einem Grund, warum jetzt nicht alle nach vorne brechen und Fragen stellen, ist natürlich, hoppla, da sind ja noch 10 andere mit drin, na, will ich das jetzt, werden alle zugucken oder will ich da lieber mal später mit dem Ben oder mit dem Stefan direkt reden oder so. Das Angebot steht ja auch, also klar, wir haben jetzt erstmal versucht, euch alle gemeinsam irgendwo abzuholen und wenn es da nochmal individuelle Fragen gibt, die ihr eben nicht public stellen wollt, dann stehen wir da natürlich auch noch zur Verfügung, sowieso. Ja. Könnten wir einen Code-Sample zur Verfügung stellen, wie wir die Emissionsberechnung auf Auftragsebene bei Map and Guide tun? Das ist technisch mit Sicherheit was man machen kann, ja. Ja. Also nur damit unsere Partner ein Beispiel haben, wie wir es tun bei Map and Guide. Also das PM spricht mit Vertrieb und Kunden sitzen am Tisch. Ja, technisch und machbar ist es auf jeden Fall. Über die Zeitplanung müssen wir dann im zweiten Schritt reden, aber das ist machbar. Ja, glaub, selbstverständlich. Ja. Was vielleicht noch ein Thema ist, was noch nicht angesprochen wurde, ist das Thema Kompensation. Also wenn jemand von Ihnen sagt, ich möchte klimaneutrale Transporte anbieten, also natürlich entsprechend aller Umweltmanagementsysteme. Also ich habe vermieden, was zu vermeiden ist. Ich habe verringert, was zu verringern ist. Und das letzte bisschen möchte ich jetzt noch kompensieren über Klimaschutzprojekte, die zertifiziert sind und auch in der EEG gehandelt sind, in der Energiebörse gehandelt sind. Diese Daten, die wir da berechnen, die können Sie wirklich verwenden nach dem EN-Standard, um Zertifikate zu kaufen, um dann zum Beispiel Einzeltransporte CO2-neutral zu stellen. Da gibt es Kunden, die das heute schon tun, die das anbieten in ihren Ausschreibungen oder in Angeboten. Da kommt immer so ein bisschen das Greenwashing und so weiter. Deswegen ist es immer für einen Kunden anzuraten, dass er ein eingeführtes Umweltmanagement hat, um zu belegen, dass er wirklich verringert und vermeidet und den Rest kompensiert. Wenn einer das nicht hat, dann kommt er in diese Greenwashing-Ecke. Aber unsere Komponenten sind dafür ausgelegt, dass sie damit im Prinzip die Werte so berechnen können, dass sie die Zertifikate kaufen können. Und da gibt es dann von MyClimate und so weiter APIs, wo sie unseren Emissionswert rüberschieben und kriegen dann ein PDF mit dem Zertifikat zurück und einmal im Monat eine Rechnung über alle Zertifikate, die Sie ausgestellt haben. Klaus, danke für die Rückfrage mit dem Code-Sample. Ich gebe dir eine Hausaufgabe. Falls du es noch nicht getan hast, registriere dich im X-Server-Forum. Ich hole mir gerade den Schirm wieder zurück. Prost, Stefan. Registriere dich bitte im X-Server-Forum und stell da die Frage, kann ich bitte einen Code-Sample haben, wie man die Auftragsumlage nach Stefans Standard macht? Dann gibt es da auch eine Antwort zu. Das gilt natürlich auch für jeden anderen, der noch keinen Forumszugang hat. Gerne einen solchen besorgen. Ja. Yeah. Weitere Fragen? Wir sind 17 Uhr, also die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Ich könnte jetzt abpfeifen oder noch ein bisschen nachspielen. Die Zeit ist da, also wenn noch Fragen sind, kann man die beantworten. Also wir sind ja jetzt nicht aus der Welt, abgesehen davon, dass ich nächste Woche tatsächlich im Urlaub bin, aber ich komme ja wieder. Abgesehen davon weiß ich gar nicht, wo ich hin soll. Zu Hause ist doch auch schön. Ja, durchfahren ist mehr. Wohnzimmer. Wahrscheinlich. Nein, ja. Vielen Dank für die Präsentation an alle. War wieder ein Augenöffner. Mal gucken, was wir draus machen. Gerne. Die Veranstaltungen, die ich demnächst noch vorhabe, sind Helfen auf die Sprünge, intermodales Routing und in 2 Wochen, am 15., möchte ich noch über Custom Feature Layer für On-Premise-Player, wie kann ich Straßensegmente selbst attributieren und sperren oder mit bestimmten Bedingungen wieder benutzbar machen, gewissermaßen. Der eine oder andere erkennt sich schon wieder in dem Thema hier im Publikum. Thoralf, gell? Okay, gut, wenn heute nichts mehr ist, sage ich erstmal vielen Dank, gehe nochmal zurück zu den Slides und hole mir die Links nochmal zurück. Die Slides schicke ich auch noch rum. Entsprechend sind da die Links drin. Screenshots gab es halt keine und dann sage ich vielen Dank und wir hören uns, sehen uns beim nächsten Thema. Bis bald. Vielen Dank. Schönen Urlaub. Danke, Bernd. Tschüss. Ja, vielen Dank. Danke nochmal. Tschüss.